Miserable Nachrichtenlage, die Märkte fallen und dann bums, wie aus dem Nichts ging es nach oben. Was war da los? Ich hatte gestern im Markeflüster die These vertreten, naja, die Märkte sagen sich, je schlechter die Lage ist in Sachen Corona, umso besser, weil dann die Fed nicht vom Gaspedal gehen kann, dementsprechend die Liquidität weiter hoch bleiben dürfte. Das ist sicherlich ein Punkt. Ich will in diesem Video zeigen, dass es da noch ein paar andere Punkte gibt, die erklären, was da passiert ist und die vielleicht ein Schlaglicht darauf werfen, was weiter passieren wird heute. Aber eins nach dem anderen. Zunächst mal der gestrige Verlauf hier des Nasdaq 100. Es ging mit einem typischen kleinen Aufwärtsgap nach oben. Das machen die Europäer gerne, dass sie dann die US-Futures ein bisschen anheben. Das wird heute auch so sein wahrscheinlich. Dann ging es noch ein bisschen nach oben und dann boom. Ein richtiger starker Rücksetzer und dann wie von der Schnur gezogen dieser Aufstieg, dem dann noch so ein Ausfädeln folgte. Aber was ist da eigentlich los gewesen? Vielleicht zwei weitere Erklärungen für das, was da abgelaufen ist. Das erste, die Options Front, wenn man so will. Die Optionen sind sehr, sehr stark negativ gewesen. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich auch einen Short Squeeze gesehen, vor allem auch bei Optionen. Hier Marco Chart sagt, ja, normalerweise ist eine solche Wall of Worry, eine solche Wand der Sorge, die kann erklären, dass dann solche Bewegungen passieren. Und schauen wir uns mal die einzelnen Sektoren an. Wie gesagt, Corona-Lage in China katastrophal oder in China schwieriger werdend mit Absperrungen von Städten, mit Reiseverboten etc. Auch in den USA, gleich dazu mehr, die Lage nicht gerade super. Aber wir sehen, dass eben die Reopening-Sektoren besonders gewonnen haben, wie Energie, wie Finanzwerte, wie Industrials, wie Materials. Also das ist schon erstaunlich, was da passiert ist. Und einer der Gründe, warum das so gewesen ist, ist wahrscheinlich, dass hier das Eviction Moratorium ausgelaufen ist oder hätte eigentlich auslaufen sollen. Also die Aufhebungen von Zwangsvollstreckungen und davon wären um und bei 15 Millionen Amerikaner betroffen. Das könnte dann sozusagen eine Spirale in Gang setzen, so ein bisschen wie damals in der Finanzkrise, als man sich gesagt hat, okay, das ist so ein Dominoeffekt. Jetzt können viele Mieter, viele Eigentümer eigentlich ihre Raten gar nicht bezahlen oder diejenigen, die auf Kredit gekauft haben. Dementsprechend wären die jetzt eigentlich fällig gewesen ab 1. August mit Zwangsräumungen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Der Senat hat sich da nicht drauf einigen können, der US-Senat, dass dieses Eviction verlängert wird, dieses Eviction Moratorium. Und dann ist Folgendes passiert, die Seuchenbehörde CDC ist hier eingeschritten und hat gesagt, ja, in all den Gegenden, Regionen, wo Corona eine große Rolle spielt, da wollen wir dieses Moratorium einfach verlängern bis Anfang Oktober. Und das betrifft jetzt die meisten Amerikaner, etwa 90% der Bevölkerung. Also hier praktisch eine nicht politische Organisation hebt dieses Moratorium nicht auf, sondern verlängert es. Alle sind dankbar und das dürfte einer der Gründe sein, warum wir gestern dann so stark nach oben gegangen sind, warum dann auch diese Reopening-Story plötzlich wieder ein bisschen Wind gewann. Man fürchtete, dass viele dann praktisch platt sind, viele Konsumenten platt sind und sich nichts mehr leisten können. Mein Kollege Hannes Zipfel hatte hier ein paar Gründe für die Gefahr ausgemacht, die von der Immobilienblase in den USA ausgeht. Da unter anderem Auslaufen des Hypothekenschuldmoratoriums und Ende der Aussetzungen von Zwangsversteigerungen genannt. Also man hat diesen schwarzen Schwan nochmal weiter nach hinten geschoben. Mal sehen, ob man es jemals dann machen wird, ob man jemals wieder die Gesetze des Kapitalismus in Kraft treten lässt. Denn die Gesetze des Kapitalismus, die gehen ansonsten am Immobilienmarkt in den USA weiter. Wir haben jetzt die größte Steigerung der Mietpreise in den USA ever, 14,6% gestiegen zum Vorjahresmonat. Und das ist jetzt auch die Occupancy, wie das heißt,
mit 96,5% so hoch wie seit der 2000 nicht mehr. Also die Wohnungen sind gut belegt, die Preise steigen. Das ist tendenziell inflationär, denn das wird in die Inflationsberechnung mit reingerechnet. Und gestern haben sich die Märkte sicherlich auch gesagt, ja, ist doch cool, die Fed wird nichts machen können. Nachdem Waller von der Fed am Montag noch gesagt hatte, ja, also zwei starke Arbeitsmarktberichte und dann würden wir tapern. Jetzt sehen wir heute, dass Clary, da der Fed-Vize, antreten wird um 16 Uhr mit einer Rede. Wird er diesen Tenor von Waller bestätigen? Waller eigentlich ein dovisches Mitglied der Fed, jetzt hawkisch gedreht. Das zeigt, dass sich da was bewegt innerhalb der Fed. Und wenn das bestätigt würde durch Clary da, dann würde Tapering durchaus in die greifbare Nähe rücken, eben mit den zwei Arbeitsmarktberichten, die wir bekommen werden. Heute schon eine Vorschau auf diesen, auf die Non-Farm Payrolls, die ja immer am ersten Freitag des Monats veröffentlicht werden. Und hier ist so die Erwartung 950.000. Waller von der Fed hatte gesagt, ja, so 850.000 bis 1 Million wäre ausreichend, wenn das zweimal kommt. Heute die ADP-Arbeitsmarktdaten 14.15, Erwartung so um und bei 650.000. Das wird ein Hingucker. Und wir sehen, dass zuletzt die Konjunkturdaten enttäuscht haben, aber die Inflationsabweichungen nach oben, die Daten, also die zur Inflation veröffentlicht wurden, höher ausgefallen waren als erwartet. Mithin also die Inflation höher als erwartet, die Wirtschaftsdaten schlechter als erwartet. Und das deutet auf Stagflation hin, also auf inflationäre Tendenzen ohne Wachstum. Und wir sehen das eingepreist so ein bisschen bei den Anleihen. Die Realrenditen sowohl bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe als auch bei der deutschen Staatsanleihe auf neuen Allzeit-Tiefs. Und das müsste eigentlich Gold gut tun. Gold kommt aber nicht so richtig aus dem Quark. Warum das sein könnte, dazu ein Artikel, den ich Ihnen ans Herz legen möchte. Den packe ich wieder unter das Video. Warum der Goldpreis nicht so richtig steigen will, obwohl die Voraussetzungen eigentlich ideal sind. Wie gesagt, unter dem Video ein Artikel dazu, den ich Ihnen anempfehle. Und wir sehen, dass jetzt die gesamte Zinskurve, also praktisch das gesamte Anleihespektrum, rentiert. Hat also eine geringere Rendite, als die Inflation derzeit ist. Das heißt, wer Anleihen kauft, verliert, wenn die Inflation so bleibt, automatisch Geld. Und Geld verloren hat auch ein Hedgefonds, der eben auf steigende Renditen gewettet hat. Und dann ging das genau in die andere Richtung, nämlich fallende Rendite, 1,5 Milliarden $ hat man da verloren mit diesen Wetten. Jetzt sehen wir aber aus China bessere Daten heute, überraschenderweise Kaixin Einkaufsmanager Index Dienstleistung mit 54,9, deutlich besser als erwartet. Zuletzt war der Wert bei 50,3, also gerade noch im Wachstumsbereich, jetzt also eine deutliche Überraschung nach oben. Mal sehen, wie das weitergeht und wie das in Sachen Corona weitergeht. Das zeichnet sich schon ab. Der Gesundheitsminister Spahn plant neue Maßnahmen ab September. Da ist wohl ein Papier veröffentlicht worden oder eben nicht veröffentlicht worden, aber es gibt Kenntnis über dieses Papier. Das heißt, sicher durch Herbst und Winter jetzt Vorbereitungen treffen, Maskenpflicht bis 22 etc. etc. Das wird jetzt wieder auf uns zukommen. Diese wunderbare Corona-Geschichte dürfte wieder Fahrt aufnehmen, so wie in Florida, wo die Hospitalisierungen jetzt fast so hoch sind wie auf dem ersten Hochpunkt der Welle. Also Florida ist jetzt so der Hotspot mit DeSantis, dem Gouverneur, der ja nicht gerade ein Fan von restriktiven Maßnahmen in Sachen Corona ist. Aber das wird jetzt ein Riesenthema und das könnte auch in den USA insgesamt ein größeres Thema werden. Hier in Deutschland ist sowieso die Frage ist, was macht das mit den Märkten? Das ist eben die Geschichte. Werden wir hier dann weiter steigende Märkte sehen? Eigentlich sind wir ja in einer fortgesetzten Seitwärtsbewegung. Es geht rauf, insgesamt natürlich in einem Aufwärtstrend, aber jede Korrektur wird dann wieder gekauft. Aber so richtig nach oben schießen wir bisher auch nicht durch. Also es ist eine volatile Seitwärtsphase mit positivem Grundton, möchte ich einmal formulieren. Und abschließend möchte ich Ihnen noch ans Herz legen, dass nämlich morgen 18.30 Uhr live mit Thorsten Polleit, Gold, Bitcoin, Notenbanksozialismus, meine Damen und Herren, in der Folge Boom und Bust. Wie gesagt, morgen 18.30 Uhr schauen Sie da rein. Ich packe dann heute Abend nochmal den Live-Link dazu und verweise nochmal auf den Artikel, warum Gold nicht irgendwie steigen will, obwohl die Voraussetzungen so günstig sind, unter dem Video. Jetzt sage ich Servus und Ciao.